Besonders Frauen sind im Alter von Osteoporose betroffen. Osteoporose ist ein Abbau der Knochendichte, was vor allem ältere Damen betrifft. Wenn die Patientinnen in die Menopause kommen, kommt es zu einem Östrogenmangel und das kann zu einem Knochenabbau führen. Und das führt dazu, dass der Knochen leichter brechen kann, porös wird quasi. Symptome bei Osteoporose sind vor allem Schmerzen. Die sind vor allem in der Wirbelsäule lokalisiert. Durch die knochendichte Minderung können die Wirbelkörper in der Höhe gemindert werden und das führt zu Schmerzen und kann bis hin zu Frakturen führen, also zu Spontanfrakturen ohne äußerliche Einflüsse. Also der Patient ist dabei nicht gestürzt. Ist die Knochendichte einmal abgebaut, kann man sie nicht wieder aufbauen, aber man kann den weiteren Abbau der Knochendichte verhindern, indem man medikamentös interveniert. Man kann aber auch in der Ernährung was machen, dass man kalziumhaltige Ernährung zu sich nimmt und natürlich Sport ist sehr wichtig.